Das diesjährige Weihnachtsboxen von SEL Steinfurt fand wie schon die Dezemberveranstaltung im vergangenen Jahr wieder im Maritimhotel Magdeburg statt. Nur dass in diesem Jahr 500 Zuschauer nach der Regel G2+ zugelassen waren, die ein interessantes Boxsportprogramm zu sehen bekamen. Denn immer wenn der Nachwuchs Gelegenheit bekommt, sich zu beweisen, fliegen die Fäuste besonders schnell. Widmen wir uns nach den Vorkämpfen der Begegnung von Tom Chemski gegen Tomasz Bezwoda im Halbschwergewicht. Tom Chemski aus Görzig mit den blauen Handschuhen muss sich wieder beweisen, nachdem er die knappe Niederlage gegen seinen Stallgefährten Michael Eifert einstecken musste. Der von seinem Vater trainierte Chemski hat 18 Kämpfe bestritten, 17 Mal gewonnen, 10 Mal durch K.O. Sein Gegner aus der Tschechischen Republik ist mit 28 Kämpfen deutlich erfahrener, seine Bilanz aber durchwachsener. Nur 10 Siege, 2 durch Niederschlag sprechen für sich. Chemski, der diszipliniert seine boxerische Routine abspulte, musste über die volle Distanz der angesetzten 8 Runden gehen, um am Ende einstimmig nach Punkten zu gewinnen. Im Supermittelgewicht trafen der Berliner Nick Hanning in der weißen Hose und der Weißrusse Jiha Kamitsky aufeinander. Der Berliner gilt als hoffnungsvolles Talent. Das ist sein 12. Profikampf. Er hat einmal verloren, ein Unentschieden erkämpft und 5-mal seinen Gegner auf die Bretter geschickt. Diesmal hatte Ulf Steinfurt ihm einen sehr erfahrenen Kämpfer ausgesucht, denn der Boxer aus Minsk hat von seinen 58 Kämpfen 32 gewonnen, davon 14 durch K.O. und er weiß sich im Ring zu behaupten. Auch wenn es so wie hier aussieht, als ob der Deutsche den Kampf deutlich bestimmt, es gelingt ihm nicht, den entscheidenden Wirkungstreffer zu landen. Trotzdem entscheiden die Punktrichter am Ende für den Berliner. Im Schwergewicht hatten die Veranstalter für die blaue Ecke auf einen Mann aus Rostock gesetzt. Felix Lamberg hat 5-mal im Ring gestanden und jedes Mal seinen Gegner niedergeschlagen. Sebastian Tuchscherer aus Euskirchen mit den roten Handschuhen dagegen ist ein erfahrener Boxer. Von seinen 33 Kämpfen hat er 15 gewonnen und davon 6-mal seinen Gegner so getroffen, dass der nicht weiterkämpfen konnte. Aber auch diesmal sollte sich die Schlagkraft des Rostocker Boxers durchsetzen. In der 3. Runde ein schwerer Treffer. Und auch wenn Sebastian Tuchscherer weitergemacht hätte, sein Trainer wirft das Handtuch. Und so gewinnt Felix Langenberg seinen 6. Kampf durch technischen K.O. Dann der mit Spannung erwartete Kampf um die deutsche Meisterschaft im Halbschwergewicht. Der Bautzener Michael Eifert in der schwarzen Hose gegen Nils Schmidt aus Wismar. Michael Eifert, 9 Kämpfe, 8 Siege, Nils Schmidt mit 20 Kämpfen und einer makellosen Bilanz. Beide wissen um die Stärken des anderen, aber von Anfang an dominiert der Sachse. Er treibt seinen Gegner im Ring vor sich her und muss sich nur den Attacken erwehren. Das geht über die ersten beiden Runden des auf 10 Runden angesetzten Meisterschaftskampf so ab. Doch in der 3. Runde gelingt Eifert dieser Wirkungstreffer. Und auch wenn sich Nils Schmidt die ganze Zeit des Auszählens durch den Ringrichter für die Erholung nutzt, sehen Sie, wie konsequent Michael Eifert seine Chancen verfolgt. Dann 2 Wirkungstreffer und ein schwerer K.O. ist die Folge. Es dauert eine Weile, bis der Wismarer wieder steht und der neue deutsche Meister heißt Michael Eifert. Höhepunkt des Abends der Kampf um die internationale deutsche Meisterschaft im Cruisergewicht von Roman Fress in der weißen Hose gegen Adam Usumov. Der Magdeburger Fress ist nicht ohne Grund Kapitän des Team Deutschland und er gilt als deutlicher Favorit für diesen Titelkampf.
Die makellose Bilanz, seine 14 Kämpfe, spricht für sich. Asumov, jetzt zu Hause in Torgau, hat 35 Mal im Ring gestanden, davon 20 Mal gewonnen, 9 Mal durch K.O. Aber auch in dieser Begegnung konnte er von Anfang an nicht die richtigen Akzente setzen. Roman Fress bestimmt das Tempo und die Distanz zu jeder Minute. Hier in der Pause zur 5. Runde sieht man, wie Adam Usumov Schmerzen in der Schulter reklamiert und er gibt den Kampf auf, sodass Roman Fress den Titelgürtel der internationalen deutschen Meisterschaft im Cruisergewicht jetzt seiner Trophäenwand zufügen kann.